Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Attack of the B-Team. Ja, gut. Ich bin hier gerade, wo wir letzte Folge eigentlich aufgehört haben, was wir auch letzte Folge gemacht haben, nämlich diese Plattform hier, wo dann so, ja, so unser Chillplatz, sag ich mal, hinkommt. Und ich denke mal, hiermit werde ich mich diese Folge auch weiter beschäftigen. Wobei, nee, das machen wir mal anders. Ich packe meine Sachen weg. Denn mir ist eingefallen, wir brauchen ja noch Stroh. Also Strohballen. Und da werde ich die jetzt in der Folge mal besorgen gehen. Ja. Dann brauchen wir mal noch ein bisschen Essen. Genügend Waffen und sowas. Machen wir hier, machen wir mal noch eine Axt und eine Schaufel. Ja, ich habe gerade schön Mittag gegessen. Ich nehme auch gerade mal direkt nach der Schule auf und ich muss noch kurz das Umstellen, fällt mir ein. Moment. Ach scheiße, ich höre die Sounds gerade nicht über mein Headset. Okay, egal. Ja, ich habe gerade schön Mittag gegessen. Das ist auch gerade somit keiner bei mir heim, also kann ich durch nichts und niemand unterbrochen werden, theoretisch. Weil ich denke mal, es fällt nicht wirklich immer auf, wenn ich es nicht immer sagen würde. Aber es ist einfach für mich auch da nervig. So, dann machen wir uns mal auf die Socken. Wir gucken mal nach so ein bisschen Heu, Strohballen. Ne? Ich finde, es sieht schon ganz schön nice eigentlich aus. Ich habe ja eigentlich auch letzte Folge gesagt, dass ich ziemlich zufrieden mit dem Haus bin. Und das bin ich auch immer noch. Was sind das eigentlich für... Umeli. Hab ich nie gehört. Okay. Ja. Mal gucken, wie weit wir gehen müssen, um jetzt hier Stroh zu finden. Ich finde übrigens, dass es super geil aussieht, der Spiegeleffekt und hier die Sonne. Also das Wasser ist echt richtig Porno. Zeta, okay. Wenn man unter Wasser irgendwie was finden kann, eben auch so Fossilien. Wäre eigentlich ganz cool. Weil ich weiß es nicht. Kann man ja irgendwann mal rausfinden, einfach mal so auf Tauchgang gehen und dann mal so ein bisschen erforschen. So, wir werden jetzt generell, denke ich mal, wieder ein paar Ressourcen sammeln. Ich werde unterwegs hier mal Gras wegschlagen, damit wir uns mal ein bisschen Weizen anpflanzen können. Eventuell. Weiß ich gar nicht, wie man die Sounds in der Aufnahme hört, aber eigentlich müsste man es normal hören. Strawberry, Tomato, Tomaten? Hey, cool. Ah. Entschuldigung, ich muss gerade noch ein bisschen aufstoßen. Was ist das? Ein Redstone denn? Gaste. Gastensamen. Kann man aus Gaste auch Strohballen machen? Ganz gut. Und dahin sehe ich schon so ein Männchen. Das macht sich doch super perfekt. So, hat dann. Blumenkind, eine Errungenschaft, hey. Also da würde ich sagen, kann man mir ruhig mal gratulieren. So. Und einfach mal hier so ein bisschen Zeug wegschlagen. Bären sammeln. Wieso erfülle ich jetzt die ganzen Errungenschaften, bitte? Das ist doch Quatsch. So. Erstes Vieh. Also wir brauchen bestimmt noch zwei Stacks an Strohballen. Das ist einiges.
letztes Mal mal ein Stack gesammelt, da bin ich ja nicht so ganz drum rumgekommen. Und dann möchte ich ja noch so ein paar Stufen machen. Also zwei Stacks werde ich noch brauchen, dann dürfte es reichen. Ach ja, hier sind ja Spawner drunter. Ich habe jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Okay, liegt noch irgendwo einer? Nope. Ah, gibt's in dem Gebiet hier welche? Solche Puppen? Wenn nicht, gehen wir eben mal drum rum. Und erkunden hier erstmal alles. Da haben wir so eine Art Grenze. Wir sammeln aber auch so ein bisschen ziemlich einen Scheiß ein, aber ist aber ein. Ich würde echt... Ach ja, hier kann man so dumm laufen, ne? Ich würde echt gerne mal auf eine große Karte gucken, aber irgendwie geht das ja nicht. Ich habe ja die Mondkarte und kann das nicht umstellen. Weil ich hatte mittlerweile schon jemand geschrieben, wie ich das switchen kann. Ich nehme in letzter Zeit ziemlich im Voraus auf, einfach nur weil ich ultra Bock habe. Hier das Pack weiter zu spielen. Hier waren wir dann überall schon in dem Wald, ne? Also wir müssten jetzt mal hier durch dieses Gebiet. Wir können auf den Zeug laufen. Oh! Holy crap. Holy crap. Alter. Okay, mein Herz ist stehen geblieben. Das Kupfer, das nehme ich jetzt einfach mal alles so mit hier. Weil, ja, das ist Diamant, ne, das ist Aluminium, okay. Aber Aluminium brauchen wir auch für was ganz Bestimmtes, was ich jetzt noch nicht verraten möchte, weil wir brauchen es. Alter! Boah! Ne, ich verpiss mich, auch wenn hier Dias sind, hier sind überall Dias, ey, aber ne. Ich will es nicht krepieren, Alter. Einfach fast Inventar voll mit so Pflanzen-Scheiß. Mal Adventure Map artig rausbauen. Och, Junge! Oh, nein! Oh! Ich würde gerne mal eigentlich so eine Höhle wirklich richtig geil erforschen, weil ich denke mal, hier gibt es richtig geilen Stuff, aber... Nicht jetzt. Das ist nämlich nicht mein Ziel, eine Höhle zu erforschen. Alter. So, dann macht man es mal weiter auf die Socken. Das switcht auch der Himmel, wenn man in dem Gebiet hier ist, ne? Das braucht man. Eigentlich ganz cool. Okay, hier hinten sehe ich eine Palme. Ah, da ist dann nur... Da ist dann Schluss. Wir befinden uns echt eigentlich, glaube ich, auf einer großen Insel. Weil es eigentlich alles Inseln sind, sage ich mal. Da eigentlich überall immer Wasser drum. Das matscht einfach. Okay. In dem Gebiet hier ist auch noch was, weil hier sind wir ja nicht direkt durchgelaufen, sondern so ein bisschen drumherum. Hier wird mittendrin noch was sein. Aber jetzt leckt eben wieder so ein bisschen. Guck mal. Und hier ist noch mit dem. Bisschen viele Schatten von den Schädeln generiert werden und so, und deswegen leckt das, denke ich mal. Das ist eigentlich, denke ich mal, ganz plausibel. Aber gut, können wir jetzt nicht verhindern, deswegen müssen wir damit. Ich will gerade in dem Vulkangebiet mal zu gucken, aber ich weiß nicht, ob es da was gibt. Teile. Ist übrigens mal aufgefallen, wenn ich eine Welt starte, dann steht da, dass die Welt im Spielmodus gut sammeln quasi ist. Also wie so eine Challenge quasi ist, einfach echt alle Hüte zu sammeln. Deswegen werde ich auch alles umbringen, was einen Hut auf hat.
Den von der Kuh, den hatten wir zwar schon, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob der irgendwie mit dazu noch gezählt wurde oder ob wir den jetzt einfach nicht bekommen haben. Also wenn hier solche Strohpuppen sind, dann sehen wir die, denke ich mal. Ich habe mir auch übrigens die Koordinaten mal aufgeschrieben von unserer Insel, falls wir uns mal verlaufen oder irgendwas anderes Dummes passiert. Oh, was ist das? Ach, das ist Asche. Okay. Ich nehme mal alles mit, Leute. Man kann nie wissen, wann man es dann irgendwie mal braucht. Ich glaube, das muss ich nicht mit einer Axt abbauen. Okay. Mit einer Spitzhacke meine ich natürlich. Wasserartischocken-Samen. Ach, das sind auch Samen. Oder Schneeklöckchen-Samen. Oh, holy. Hat 17 FPS, Leute. Das ist einfach mal gar nicht. Deck reicht davon erstmal. Also wenn jetzt irgendwie ein dicker Monsterfight kommt, dann sind wir so ein bisschen geliefert, denke ich. Alter, aber jetzt verrecken wir echt richtig ärgerlich. Er ist auch mal lieber. Falls es darauf ankommt, wir uns wieder regenerieren und nicht dann pieren, weil wir uns nicht heilen. Okay. Wenigstens sind die Shader schön hell. Nachts kann man noch was erkennen, weil es gibt auch echt genügend Shader eigentlich, wo man nachts noch gar nichts erkennt. Das ist ein Baum oder? Finde ich auch mal cool, hier so Gebiete zu erkunden. Okay, aufpassen. Ich habe eine Lavafalle. Was ist das denn geil? Ach, das ist Wasser. Einfach. Ist einfach hier so raus oder wie? Okay. Ist das eine Spinne? Ja, ich finde ein bisschen komisch, dass die so krass leuchten irgendwie. Lol, die hat einen Raketenhut oder sowas. Ja, geil. Pyros Top Hat. Oh, Fäden. Wir brauchen ja auch Wolle, ist mir gerade eingefallen, für unser Bettchen da noch. Wobei, der hätte ich auch Schafe umbringen können, aber egal. So, sieht nicht so aus, als wäre hier so ein Strupp. Deswegen laufen wir einfach mal weiter. Wenn uns der Weg tut. Weiß nicht wirklich einen Weg gibt. Da ist irgendwas lila auf der Karte. Ist das ein Baum oder? Ja, ein lilaner Baum. Oh, was ist das da hinten? Eisbaum. Yo, ey, ist ja geil. Sehr geil. Das ist echt ein Eisbaum irgendwie. Okay. Gut, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Efeu. Eine Strohpuppen weiter. Noch irgendwas in Hut auf dem Schwein. Hier steht für Charakter, oder? Ach so, jetzt habe ich, ich habe gerade die Schweineform. Hab mich gewundert, warum. Nee, habe ich doch. Ja, warum sind wir so klein? Kommen wir so klein vor? Komisch. Okay, ich glaube, da sehe ich wieder so ein Altar, wo Hexen sind auf der Karte, oder? Steinring-Ding. Oder? Nee. Das ist irgendwas anderes. Ein Turm oder sowas. Da gucken wir mal hin. Fantastic. Oh, oh Gott, war das schlecht, ey. Oh Gott. Ah nee, doch, ist so ein Teil. Genau. Ich will keine Hexe sein. Nein! Hexen sind böse. Was ist da, Rosan ist auf dem Baum gewesen. Oh, hier kommt die nächste Hexe. Ah, daneben, du Bitch.
hier gejoggt? Hä? Ach, da ist ein Skelett. Alter. Alter, du Wichsfisch! So. Jetzt mal gucken, was die Hexe da gedroppt hat. Irgendein Fetzen. Eine Hexenhand. Okay. Cool. Ah, die kann man nicht stacken. So, was haben wir hier? Eine Schablone, Kürbiskerne, Aschehaufen. Toll. Ist eine Vegeta gezogen. Ah, dann lass mich hier raus. Oh nein, von ist es nachts und wir sind vergiftet, Alter. Warte mal. Lass mal schnell einbuddeln. Fantastic. Erstmal kurz racken, Leute. Jetzt trinke ich mal einen Schluck. Das wäre eigentlich richtig geiler Fell, wenn hier jetzt eine Höhle drunter wäre, wir da voll reingeklatscht werden. So, was habe ich hier für Schnitzel dabei eigentlich? Rice. Hier sind. Voilà. Gibt's hier alles? Ah, hier kann man zum Beispiel einen Fallschirm anlegen. Was ist, weiß ich. Das ist das gleiche wie bei Hexe. Okay, reicht. Wir können uns wieder oben legen lassen. So. Hm, ich finde aber gerade nicht mehr so eine Strohpuppe. Das ist ganz schön lame und ein bisschen scheiße. Das ist hohes Gras hier. Ah, geil, sind wir bei Pokémon oder was? Alter, das ist creepy. Nein, jetzt schifft's auch noch. Oh nein! Och, leck mich. So scheiße. Ich würde echt lieben gerne mal eine große Map einfach sehen. Alter, ich sehe hier nicht. Was zur Scheiße ist das? Was hat denn der auf dem Kopf? Oh, ich kann nicht racken, ich kann nicht racken, ich kann nicht racken, 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 racken. Ah! Hab ich den Hut nicht bekommen, weil ich den nicht umgebracht habe. Na geil. Ah. Das Gefühl, wir finden nicht mal so ein Teil. Wir gehen mal wieder zurück. Ich finde unterwegs irgendwie noch was. Ich gehe so ein bisschen so einen anderen Weg. Das wäre sonst kacke, wenn man nicht noch sowas findet. Was ist das? Oh. Einfach nur ein Lichtbug. Das ist schon crazy Gebiet. Düsterwald oder was? Alter, das sieht creepy aus. Dann muss das jetzt regnen. Seid mir jetzt mal nicht böse, aber... So. Ich hasse Regen. Das ist in Minecraft. Alter, wie viele Viecher? Aua! Nein, nein! Ah, Creeper! Au! Renn! Nein! Was? Hä? Ah! Was ist das für ein Wald? Hallo, kannst du mal aufhören zu regnen? Oder ist das in dem Biom so? Hä, könnte das eventuell mal reagieren? Eventuell? Ein bisschen. Vielleicht hier? Ach, eine dumme Worte. Okay. Aber der Wald ist eigentlich ziemlich cool, ne? Gefällt mir. Aber es laggt eben echt in Wäldern. Also es ist ein bisschen chilly.
So. Ja, es ist echt schade, dass wir nicht noch so was gefunden haben, so ein Strohteil. Boah, Alter, was ist das für ein Baum? Alter, ist ja mal mega. Der sieht schön aus. Den würde ich gerne mitnehmen. Da! Ist ja ein Strohteil, eine Strohpuppe. Geil, haben wir wenigstens noch ein bisschen was gefunden, nicht nur 20. Sehr gut. Ja, haben wir jetzt eine Nacht eigentlich schon rumgekriegt und somit wäre theoretisch auch die Folge schon zu Ende. Weil es waren ja jetzt quasi wieder 2 mal 8 Minuten. Normalerweise überspringe ich die Nacht zum Schlafen. Und da baue ich jetzt die Puppe noch ab und dann war es das mit der Folge. Und da, ja, ne, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich über eine Bewertung freuen, ne, ist eigentlich immer das Gleiche. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wir laufen dann noch ein Stückchen zurück und gucken mal, was wir so mit den Stuff anfangen können, was wir so gefunden haben. Ja, dann sage ich nur noch, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.